Grüß euch zum neuen Video. Ja, jetzt habe ich lange mit mir gehadert, ob ich dieses Video hier machen soll oder nicht. Habe mich jetzt entschieden, ich mache es einfach mal, weil viele danach auch gefragt haben. Es geht heute um das Parkside TDS-Meter, ein TDS-Messgerät, wie der Name schon sagt. Damit könnt ihr, naja, eingeschränkt die Qualität des Wassers beurteilen, zum Beispiel auch im Pool. Und alles Nähere besprechen wir direkt nach dem Intro. Ja, vom Parkside gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Messgeräte, unter anderem auch für den Pool. Ich habe ja zum pH-Messgerät auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch generell mal ein paar Pool-Videos von mir unten in der Videobeschreibung, wenn euch das Ganze interessiert. Nun könnt ihr dieses TDS-Messgerät nicht unbedingt nur für euren Pool benutzen, sondern ihr könnt auch prüfen, ob euer Wasserfilter vielleicht daheim noch funktioniert oder ob dann Osmosewasseranlage funktioniert oder wie gut das Leitungswasser oder generell euer Trinkwasser ist oder euer Mineralwasser daheim. Und mit diesem Gerät können wir, wie gesagt, Parts per Million messen. Das wird in ppm angegeben. Das heißt, wie viele Teile oder wie viele Moleküle sind im Wasser enthalten von 1 Million Wasserteilchen. Wie viele Teile sind da unterschiedlich? Und das Ganze gibt dann eben an. TDS bedeutet dabei Total Dissolved Solids. Das heißt, alles, was eben nicht ins Wasser gehört, was nicht ein Wassermolekül ist, wird davon ausfindig gemacht. Und je höher diese Anzahl ist, desto verdreckter, kann man annehmen, ist euer Wasser. Ist aber nicht so. Weil es werden natürlich auch Salze etc., Metalle gemessen etc., was vielleicht gar nicht schädlich für den menschlichen Organismus wäre, aber wird dennoch über dieses Display dann eben angezeigt. Es wird auch mit dem Leitwert noch gekoppelt. Also der Leitwert, der EC-Wert wird jetzt auch noch berechnet von dem Gerät. Das Gerät hat übrigens auch eine Temperaturanpassung, eine automatische Temperaturanpassung, da natürlich bei, weiß ich, 4 Grad oder was, das Wasser anders zu bewerten ist als bei 30 Grad plus. Das ist also auch alles noch mit drin. Wir werden das dann gleich mal ausprobieren. Der Messbereich ist von 0 bis 4999 Parts per Million und der EC-Messbereich liegt hier von 0 bis 9999 Mikrosiemens pro Zentimeter und der Temperaturbereich geht von 0 bis 80 Grad. Könnt euch das alles unten nochmal angucken. Ich habe das Gerät für euch unten verlinkt und wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, dann könnt ihr einfach der Verlinkung folgen und das Ganze der Produktseite entnehmen, sowie natürlich auch den tagesaktuellen Preis. Irgendwie so zwischen 10 und 13 Euro liegt in der Regel hier bei dem Gerät der Preis. Ja, so sieht das Gerät dann ausgepackt aus. Es ist eine Bedienungsanleitung dabei. Da müsst ihr euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, auch wenn die mehrsprachig ist. Es sind wirklich sehr, sehr viele Seiten. Ihr werdet auch im Internet zum Thema TDS-Wert oder generell dem Leitwert von Wasser einiges entnehmen können. Vieles ist wirklich Unsinn, muss man auch sagen. Vieles macht Sinn, aber vieles kann eben wirklich nicht davon abgeleitet werden. Es kommt immer darauf an, gerade wenn ihr das im Pool benutzen wollt, ob ihr Leitungswasser verwendet oder ob ihr Brunnenwasser verwendet oder ob ihr eine Salzanlage mit dran habt oder. Dementsprechend sagt der Wert vielleicht nicht unbedingt was aus. Die Problematik werde ich gleich noch mal ein bisschen besser erläutern, wenn wir das Ganze ausprobieren. Wir können hier verschiedene Modi wählen, unter anderem, ihr könnt es einfach auch als Thermometer nutzen, einfach mal reinhalten. Ihr seht, hier vorne muss ich das Ganze noch abziehen. Batterie ist übrigens mit dabei, da kommt eine Knopfzelle rein und dann könnt ihr hier verschiedene Modi durchwählen. Hier zum Beispiel den EC-Wert, den Leitwert und wenn wir noch mal drauf drücken, Parts per Million, der TDS-Wert und dann, wie gesagt, hier die Temperatur. Ihr könnt das Ganze dann auch kalibrieren, wie das alles funktioniert, seht ihr dann in der Anleitung. Das lassen wir jetzt mal. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das Gerät hier kalibriert ist. Wir gucken uns hier vorne nochmal die Messsonden an. Die sehen so aus und die müssen wir dann, wie gesagt, ins Wasser halten. In der Regel rührt man dann so ein bisschen im Wasser hin und her und dann wird hier in aller Kürze dann der Wert dann angezeigt. Wie gesagt, ob ihr die Werte irgendwie verwenden könnt, ist euch selbst überlassen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, für was das alles so gut sein könnte noch, wenn ich hier irgendwas vergessen habe. Grundsätzlich kann man aber hier auch sagen, das Gerät schaltet nach 5 Minuten automatisch aus. Also das könnt ihr auch nicht vergessen. Leitungswasser hat einen PPM-Durchschnitt in Deutschland von 170 bis 370 PPM. Können wir gleich mal überprüfen. Ich werde gleich mal das Gerät in ein paar Wasserproben reinhalten. Aber wir gehen erstmal raus an den Pool und messen dann. Und hinterher erzähle ich euch ein bisschen was zu dem gemessenen Wert. So, am Pool angekommen, halten wir das Gerät jetzt hier mal rein. Da gibt es auch so eine Anzeige, Min und Max. Da muss sich das Gerät logischerweise dann dazwischen befinden. Und wir haben jetzt einen PPM-Wert von, na gut, ich muss jetzt mal auf Hold gehen. Moment. So.
336. Das entspricht also noch der normalen Trinkwasserqualität hier. Aber ich habe hier Brunnenwasser. Dann könnt ihr mal sehen, was so ein Sandfilter alles so leistet. Und ich habe hier sehr viele Metalle drin, zum Beispiel Eisen und auch Kupfer, sodass das Wasser dann tatsächlich wirklich grün wird oder sogar braun wird, wenn hier Chlor zugesetzt wird. Und aber dieser Wert, damit kann man auf jeden Fall erstmal zufrieden sein, denke ich mal. Und grundsätzlich, wie gesagt, das kann sich täglich ändern. Wenn es mal geregnet hat oder sowas, dann Schwebteile da reingekommen sind oder, dann ist das natürlich ein Wert, von dem ihr nicht unbedingt die Wasserqualität ableiten könnt. Aber wir probieren jetzt noch mal ein bisschen was anderes aus. Wir gucken jetzt mal gefiltertes Wasser, Trinkwasser gucken wir uns noch mal an. Ich werde da gleich mal was zu aufbauen. So Leute, ich habe jetzt hier mal verschiedene Wasserbecher aufgefahren, unterschiedliche Wassersorten. Auf den ersten Blick sieht das jetzt erstmal alles einigermaßen gleich aus. Ihr seht schon, ich habe hier so einen Wasserfilter einmal bemüht, ein bisschen Wasser durchgefiltert. Wir haben hier zum einen Leitungswasser, dann haben wir gefiltertes Wasser. Ich weiß gar nicht, was da unten drin ist. Müsste Aktivkohle, glaube ich. So ein Aktivkohlefilter ist da, glaube ich, drin. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht so sein sollte. Dann haben wir hier Brunnenwasser, dann haben wir Mineralwasser. Poolwasser nochmal und dann haben wir hier destilliertes Wasser und zu guter Letzt habe ich hier nochmal einen Teelöffel Salz in normales Leitungswasser gepackt und wir werden mal gucken, welche Unterschiede sich dann jetzt hier auftun. Das Gerät ist jetzt wieder auf 0. So, und dann fangen wir mal an. Gerät habe ich jetzt hier einmal genullt, auf ppm gestellt. Gucken wir uns mal an, was wir hier im Leitungswasser für einen Wert haben. Da sind wir hier bei 260, ja. 200, 259, 200, ja, 260 zeigt er hier an. Ich mache das Teil jetzt auch nicht zwischendurch nochmal irgendwie sauber oder sowas. Ich schüttel da einfach. Deswegen auf jeden Fall kein richtig wissenschaftlicher oder repräsentativer Test. Was ihr da dann rein interpretiert, das bleibt euch dann selbst überlassen. Gefiltertes Wasser müsst ihr ja eigentlich deutlich weniger haben. Hat es auch, jawohl, 210, obwohl da hätte ich nur 209. Da hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass das noch deutlich runtergeht. Ist natürlich bei Osmoseanlagen noch deutlich besser. Da geht der Wert dann wirklich schon gegen Null. Aber immerhin schon mal ein paar Teile weniger. Und wie gesagt, man kann jetzt wirklich auch nicht sagen, der Filter ist jetzt auch frisch. Vielleicht ist da irgendwie noch Aktivkohle oder irgendwas drin, dann was da jetzt durchgesickert ist. Gibt das dann gleich auf jeden Fall nochmal aus. Dann ist der Wert vielleicht sogar noch besser. Dann gucken wir uns das Brunnenwasser einmal an. Das ist ja wie gesagt hier mit deutlichen Metallen und sowas versehen. 295 sehe ich jetzt hier. 295 schreiben wir jetzt hier an Wert auf. So, und dann gucken wir uns hier Mineralwasser einmal an. So, nächste 275. Ja, 275. Also ihr seht, das ist alles wirklich hier im Normbereich drin. 277 schreiben wir jetzt hier mal auf. So, und dann haben wir hier als nächstes Poolwasser nochmal. Gucken wir jetzt hier uns nochmal das Poolwasser an. Dann sind wir hier bei 330. Das war ja, glaube ich, ebenso der Wert, den wir eben gemessen hatten. Also auf jeden Fall könnt ihr das Wasser dann, wenn wir nur danach gehen würden, jetzt auch trinken, wenn natürlich jetzt Chemikalien und sowas enthalten sind, dann sieht das Ganze natürlich wieder anders aus. 335 ist das Ganze hier. Wie gesagt, wenn da Chlor und sowas alles gelöst ist, ich weiß nicht, wie sich das auf den TDS-Wert letztendlich auswirkt. Und vor allen Dingen, wenn es mal geregnet hat, dann kommen ja wirklich sehr, sehr viele Stoffe auch mit rein. Oder generell, wenn da gebadet wird oder sowas, dann sind eben Feststoffe im Wasser und die werden eben dann nicht vom Sandfilter vielleicht erwischt, deswegen macht man da ja dann auch Flockmittel rein vielleicht und dann gehen diese Teilchen dann noch etwas größer auf und werden dann natürlich abgefiltert, aber ob das jetzt auf Molekülbasis ist, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier dann generell sich dann darauf auswirken würde. Auf jeden Fall, ich bin jetzt zufrieden mit dem Wert. Es ist kein Wert, der jetzt über 1000 liegt oder sowas. Und ihr wisst ja, wenn irgendein Wert über 1000 ist, auch bei Blutwerten oder sowas, dann muss man auf jeden Fall dolle vorsichtig sein. Und so stelle ich mir das jetzt beim Wasser auch vor. Und wenn ich jetzt hier sehe, bis jetzt sind wir hier wirklich so zwischen 200 und 335 gelandet. Das ist also eigentlich ein verschwindend geringer Unterschied. Jetzt gucken wir mal destilliertes Wasser, was das sagt. So, gucken wir hier mal rein. Oh, 4. So, destilliertes Wasser, also einmal verdampftes Wasser, wieder aufgefangenes Wasser, ist auf 4. Das ist natürlich jetzt hier enorm. Trotzdem sollte man destilliertes Wasser ja nicht unbedingt trinken, wisst ihr ja. Und Salzwasser jetzt nochmal, da rühre ich einmal nochmal um auf jeden Fall. Gucken wir uns das hier nochmal an.
was das hier sagt. Und da haben wir jetzt hier einen Wert von, kann er gar nicht mehr messen. Und das ist genau das, was ich sagen wollte. Also ist der Wert hier über 5000 auf jeden Fall. Also nicht mehr darstellbar. Und ich habe jetzt hier wirklich nur einen Teelöffel Wasser auf 200 Milliliter. Ein Teelöffel ist ungefähr 5 Gramm oder sowas. Könnt ihr ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Das ist verschwindend gering. Und wenn man jetzt einen Salzwasserpool hat, dann sind die Werte natürlich auch exorbitant hoch. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall gar nicht mehr danach gehen. Ihr könntet theoretisch den Salzgehalt vielleicht sogar damit messen, obwohl da gibt es dann spezielle Salzgehaltsmessgeräte für. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem TDS-Wert grundsätzlich vergleichbar ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber grundsätzlich seht ihr bei einem Salzwasserpool, könnt ihr davon überhaupt gar nichts ablesen. Hier schreiben 5000, schreiben wir hier mal 5000 auf und dann sehen wir hier wirklich, der Wert geht von 4 bis nicht mehr darstellbar, also über 5000 und das ist also wirklich enorm. Aber ob man da jetzt eine Wasserqualität von ableiten kann, davon bin ich wirklich nicht überzeugt. Vielleicht könnt ihr das ändern, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, was mir dieses TDS-Gerät jetzt hier grundsätzlich fürs Wasser bringt. Gut, jetzt kann ich, wenn ich eine Osmoseanlage habe, dann kann ich das nachvollziehen. Dann kann ich sagen, gut, ich möchte wirklich gereinigtes Wasser haben, dass da keine Fremdstoffe drin sind, vielleicht irgendwelche Medikamentenreste oder. Und wenn ich da wirklich empfindlich drauf reagiere und da die Werte messen möchte, dann ist so ein Gerät natürlich super und gerade in dieser Preislage ist das natürlich auch super. Und dann kann ich auf jeden Fall sehen, ob meine Osmoseanlage daheim funktioniert. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das für den Pool nutzt oder für eure Osmoseanlage oder für was ihr sonst dieses TDS-Gerät grundsätzlich benutzt. Das interessiert mich und natürlich auch die anderen Zuseher, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage, bis dahin.